Hakuna Matata, Muchachos, seid herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Aberration. Offline sind wir eben in unsere zweite Base gegangen und natürlich haben wir auch Mr. Deco. Hallöchen. Und Spinocchio folgt dir. Muchachos, hallo. Spinocchio folgt dir, was ist da los? Ja, also. Ja, sehr schön. Sehen Sie aus? Wir haben ein Sheet benutzt, nämlich Kill All Wild Dinos. Wollten wir euch eigentlich zeigen, aber es sind einfach nur alle Dinos verschwunden. Das also war's. Wir dachten eigentlich, wir machen das in der Aufnahme, zeigen euch das, Wild Dinos eingeben und es ist ein riesen Gemetzel und überall liegen nur tote Dinos rum und so, aber nope, die Dinos sind einfach nur verschwunden. Genau, und es sind jetzt auch eine Zeit der Neue gespawnt. Ungefähr 4 oder 5 Real-Life-Tage jetzt vergangen. Und da hatten die Dinos jetzt Zeit, neu zu spawnen. So, und das ganze Metall, was wir dabei hatten, haben wir natürlich auch schon zerschrotet. Ich merke aber gerade, wir haben kein Holz. Und deswegen holen wir mal ganz kurz hier unsere Roll Red, die einen kranken Wendekreis hat. Und hier... Wofür brauchen Sie Holz? Warum wird mir der Spinner nicht angezeigt? Ist zu weit weg, Leute? Hier haben wir einen 130er Bulldog. Ne, wo ist denn der? Habe ich hier irgendwo gesehen. Hallo! Hallo! Okay, muss ich mir gleich holen. Ah, da war irgendwo einer. Trust me, Mutato, trust me. Okay, also hier sind jedenfalls nur Low-Level-Spinos. Wollen wir zum See gehen oder wollen wir in unsere Base gehen? In welche Base? Also die Blue Biome Base. Meinst du da nochmal nach einem Spino schauen? Ich glaube, die Chance ist eigentlich hier höher, dass wir was Anständiges kriegen. Ja, dann würde ich eigentlich aber zu dem See hier hochgehen wollen. Okay, können wir auch mal machen. Hast du eigentlich schon alles repariert? Ich habe jetzt alles repariert. Oh ja, ich könnte schon mal wieder neu reparieren, glaube ich. Aussieht. Bam, bam. Was fehlt dir? Hallo? Fehlt Tag, Holz. Brauchen wir da extra Leder, Holz für? Oder was ist hier los? Oder brauche ich Holz? Habe ich gerade 100 Holz verbraten? What the fuck? Nee, 100 Holz sind hier, sind 99 Holz drin. Also. Hä? Aber achso, man braucht wirklich Pilzholz dafür? Das hatten wir noch nie, oder? Was? Für was denn? Für den Enterhaken. Ich kann ihn nicht reparieren. Achso, ich glaube, der Enterhaken könnte sein, dass er Pilzholz braucht, ja. Wow! Ich wollte ihn auch gerade reparieren. Ja, sieht so aus. Krass! Also, ich dachte immer, das zählt dafür auch. Okay, wieder was dazugelernt. Dann holen wir uns hier. Also, ich glaube, das war auch das fast das einzige, also das einzige, von dem ich zumindest weiß, wofür man wirklich Pilzholz braucht. Oh! Wir rüsten das gute Ding schon mal aus. Können auch schon mal nachladen, unser Gewehr hier. Zack. Der Trangard ist drin. Hier. Pilzholz, por favor. Pilzholz. Und jetzt alles reparieren und dann ist auch bei mir so langsam alles wieder top repariert, obwohl im Inventar. Ja, doch, hier habe ich noch 1, 2 Sachen. Die könnte ich auch noch reparieren. Alles drin. Zack, 2-mal dabei. Auf 6. So, theoretisch, also ich bin jetzt komplett ready. Kompletto? Okay. Dann hauen wir nochmal das zurück. Feuer aus. Schwert. Genug Fleisch ist auf jeden Fall da drin. Ich pack nochmal ein paar. Haben wir noch Berries im Stego? Ja, auf jeden Fall. Kannst du ordentlich benutzen. Okay, dann packe ich die auch mal in den Futterbehälter. Chocobo, kommen Sie mit! Wir stellen ihn etwas näher ran, damit er davon auch was haben kann. So, und ich glaube hier der langsame Stego. Hier dürfte der 130er sein, oder? So. Ja. Zack. Den nehmen wir nochmal kurz mit. Alter, der braucht aber lange. Heide Witzka. Kommen Sie! Berries hier rein. Ich weiß auch nicht, was stärker ist, ein Basilisk oder ein Kakinos. Das würde mich auch mal interessieren. Ah, ich glaube ein Basilisk, ich glaube der rasiert schon. Ich glaube auch krass. Basilisk, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, Muchachos, was ist stärker? Und was ich auch wissen möchte, diese komischen grünen Artefakte, wo man Edelsteine reinplatzieren kann. Wofür ist das, wenn man diese Edelsteine reintut? Was passiert dann? Von hier oben sehe ich einen Parasaurus, willst du ihn runterholen? Mr. Hanky, der Weihnachtsgott, liebt dich auch in der Not. Oh. Der hat eiskalt 900 Ladungen, what the fuck? 900? Der 900. Bulldog? Alter Schwede. Wie viel hat denn mein... Alter! 180 habe ich. Ich hab ein Level Up, es geht doch über 150. Sehr und schön. 51 ist er jetzt. Mr. Hanky, der Weihnachtsgott, la la la, in der Not. Der bleibt jetzt erstmal hier, so, wir nehmen Schokobo mit. Sieh zu, wir müssen jetzt hier mal Spino finden. Jupp.
Bist du schon wieder Home Sweet Home? Wollen wir? Hä? Ich stehe hier am Rand, ja. Okay. Daddy kommt. Das ist noch der 55er, das ist der 75er. Nahkampfschaden. Lol, der hat ja noch richtig viel Stein dabei. Soll ich Stein mitnehmen? Ja, macht ja nichts. Nehmen wir mit. Also ich habe auch noch meine ganze. Richtung ist die Frage. Trunk oder wollen wir in die andere Richtung? Auf jeden Fall in die Richtung. Die andere Richtung, da war nicht mehr so viel. Also, okay. Dieses grüne Artefakt meinte ich. Da kann man ja irgendwelche Edelsteine reinkloppen, aber ich weiß nicht, was das macht. Kommt dann irgendwie so ein Endgegner? Wird man dann direkt zum Endboss teleportiert? Wird man dann direkt entjungfert? Wird das Arschloch aufgerissen? Wo da hinten haben wir wieder ein Spino? Mehrere. Die Piranhas. Ja, pass lieber mal auf den Kakinos auf hier. Ja, ich glaube, der ist aber nicht an uns interessiert. Noch nicht. Nee, es geht noch. Okay, da ganz hinten. Ich laufe hier lieber schon mal weg. Oh, ich sehe nichts, fuck. Oh, okay, nimm alles zurück. Er ist an unseren Arsch interessiert! Digga, jetzt zieh noch nicht zu mir. Ich wollte gerade checken, wie 40 Spino. Oh, Lapenz. Oder war gerade ein Zebra, das wollen wir auch noch haben. LOL, wo kommt der Stego her? Dann fiel mir ein, dass du noch den. Oh, da hinten ist noch ein Spino. Ja. Check den mal ab. Check this out. Gerade verschwunden. Nochmal abchecken, hier sind wir in Sicherheit. Level 70. Was ist denn hier los? Da hinten haben wir noch einen. Hallo? So, 125 Spino, nehmbar. Geil! Naja, warte. Erstmal gucken, ob nicht noch was anderes ist. Alter, 125 ist genius. Guck mal, da ist noch ein Spino dahinter. Ja, wollen wir erstmal hier hoch? Lass uns erstmal hier hoch, da wo der andere Spino ist. Stimmt, wir könnten. Ja, stimmt, wir könnten mit dem großen. Ja, doch, hört sich gut an. Oh, den nicht anlocken, das wäre super. Hallo! Haben wir greifen Glistro an oder was? Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen, richtiger Bulli-Spino, Alter. Ja, Arschkeks. Okay, hier sind wir richtig. So, von hier oben müssten wir eigentlich ziemlich gut. Ja. Yep. Das klappt super. Ja, 1A, Mann. Dann kommen. Würde ich sagen. Das hier war aber nicht. Das ist, glaube ich, der hinter dem 125er war. Ich schau kurz. Wait. Okay, 125. Nee, ist er. Okay. Hä, war hier nicht noch einer gerade? Batz! Ja. Kopfschuss! Ist egal, einfach Truppe. Der soll ja nicht abhauen. Nicht im Wasser, bitte. Lol, was sind da für Kreaturen im Wasser? What the fuck? Mal gucken. Der darf da auf jeden Fall nicht narkotisiert werden. Siehst du noch was? Ich sehe den gar nicht mehr gerade. Das ist ein Sarko? Ja. Ich glaube ein Sarko. Nicht, dass der den wegknuspert. Alter, wo ist denn unser... So okay ist. Unser Spino ist hier hinter. Der buggt da, kann das sein? Können wir hier runterspringen? Ich glaube, der buggt nicht, der fightet nur. Hallo, hallo? Wenig an uns interessiert. Das ist ein Hai da, oder was? Was, ein Hai? Das ist ein Sarko, der sich im Kreis dreht. Okay, der Spino haut ab. Ja, fragt sich, ob er nur Low Level ist. Low HP ist. Wollen wir hinterher fliegen, oder? Hinterher fliegen sogar? Stimmt. Wollen wir den hier lassen? Wobei, ja. Wir könnten im Notfall natürlich noch klettern. Ich schieß auf ihn jetzt. Ja, okay. Kletterwerkzeug auf 1 erstmal, ganz wichtig. Okay, getroffen. Ja. Ding ist, wir müssen übertrieben schnell zu ihm hin, wenn er mit den Sarkos fertig ist. Oder wenn er liegt und die Sarkos. Okay, den einen Sarko hat aber schon down. Ja, ich seh's gerade. Anderen schafft er auch, ist ja unser zukünftiger Spino. Nice. Das. Ah, scheiße, hast du einen Narkotik dabei? Ich nicht. Ich auch nicht. In der alten Base, in der Base da haben wir noch ein bisschen, da haben wir noch ein bisschen, ja. Soll ich schon mal zurück? Was holen? Nee, besser nicht. Ich weiß nicht, am Ende haut der hier ab oder so. Okay, dann müssen wir jetzt das so hinkriegen. Oh, er kommt, nice. Passt da noch aus? Nee, sieht nicht da aus. Nicht im Wasser, nicht im Wasser, nicht im Wasser, nicht im Wasser. Digga, doch nicht im Wasser! Komm da raus jetzt! Nicht schießen. Kann ich einfach auf uns gehen? Also ist natürlich ziemlich chillig für uns gerade so. Ja, auf der anderen Seite können wir ihn halt gerade nicht down machen, weil im Wasser ersäuft er, oder? Ja, der Raptor ist im Wasser auch nicht ersoffen. Vielleicht haben die das irgendwie ein bisschen gefixt. Bin mir ja nicht sicher. Aber im Wasser sind natürlich ganz viele Piranhas oder der ganze Scheiß, gerade hier in dem Gewässer. Ich würde sagen, einfach mal drauf schießen, komm.
kann ich ihn gerade nicht mehr sehen. Ich muss ihn da rausziehen. Ich pull ihn mal eben raus. Okay, okay, do it. Do it. Aber nicht sterben. I just died. Hallo? Ist er, folgt er mir? Folgt er mir? Glaub schon, aber... Warte, ich zieh ihn hier raus. Da kippt der Baum. Hallo? Komm hier, hallo? Ich glaube, was denn? Wo ist er? Wo ist er? Ist er tot? Hä? Der, ich sehe den ja auch nicht mehr. Doch, da schwänzelt er rum. Ich sehe nur noch seinen Kopf. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Wollen wir die Seite wechseln? Ich bin gerade ein bisschen festgefahren. Ja, das Ding ist, wie lange braucht er noch, ne? Ja. Nein! Komm, ne? Hallo? Okay, er sieht mich, glaube ich. Komm her, komm zu mir, Daddy! Oh, hier sind Piranhas. Die wollen jetzt schon meinen Arsch. Nein, ich glaube, der wird gerade richtig hart von Piranhas zerschnackselt. Komm her! Ja, sehr schön! Oh, oh. Alter, aber er bekommt übertrieben Damage. Ich weiß nicht, ob wir den... Oh, fuck. Digga, mach die Piranhas tot und komm raus da aus dem Wasser! Wow! Jawohl, okay! Ja, Feuer öffnet! Feuer öffnet! Drin! Feuer öffnet! Oh, nicht umbringen, nicht umbringen! Oh, es wird so schwierig! Oh. Nicht sterben, die Spiel noch nicht sterben, du Lappen! Ja, ich hab mich vorzunehmen, aber dann ist nämlich da beim Arsch! Geh um! Du Lappen! Oh. Nicht auf den Kopf, oder? Ich hämmer weiter drauf! Digga! Ah! Ah! Was für Raptor, Alter! Ich rasier dein Leben! Er boxt sich jetzt mit dem Stego. Nein! Stego, umbring Stego, 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 Stego! Schütt auf den Stego drauf. Der eine Stego ist schon fast down. Der eine Stego ist down. Der andere ist fast down. Oh fuck, nee, der schafft das nicht, oder? Schieß auf ihn, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Also auf Spino mit Trangdart. Ja. Alter, der ist so down, Mann, der ist so down! Oh fuck. Jetzt verfolgen mich irgendwelche Insekten oder was? Lol, wo ist er? Er rennt weg! Wir haben ihn gleich! Komm, 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 komm! Lauf doch nicht weg, Mann! Ah. Nein, nicht im Wasser! Doch nicht im Wasser, Mann! Schon wieder im er kommt zurück, oder? Warte, ja, lass ihn zurückkommen. Ja, komm, komm. Ja, komm, ja, ja, komm, ja, ja, komm ja, ja, mir, ja. Komm zu mir, Süßer. Schießen. Alter, scheiße. Kann sein, dass er regeneriert, Mann. Der hat wieder richtig viel Leben. Gefühlt. Oh. Wir müssen ihn treffen! Digga, kipp doch um, du Lappen! Nein, nicht im Wasser, jetzt nicht! Geh schon down! Nicht, nicht im Wasser, da drüben, nicht da drüben, nicht beim Kakinos, sondern nicht beim Kakinos! Komm her, Mann! Ja, 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 ja! Scheiß Insekten, Alter! Digga, er rennt wieder ins Wasser! Jetzt, 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 jetzt! Unsere Chance! Komm schon, jetzt kipp hier endlich um! Komm, 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 drauf, drauf, drauf! Ah! Ja, er dreht nochmal in die Richtung. Sauber. Nein! Wohin will der? Komm doch zu uns! Hier bin ich, Baby! Oh, nee, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ja, nach links. Jetzt greift er wieder irgendwelche Piranhas an, oder was? Kann sein, dass er wieder hardcore viel Leben hat? Guck mal, der hat gar keine Blutspur mehr am Körper. Ja, sieht so aus. Der ist ja richtig krank, Mann. Jetzt, er backt fest. Ja! Ja! Komm. Digga, ich hab nur 4 Pfeile, Mann. Scheiße, ich hab auch nicht mehr so viele. Hinterher. Den holen wir uns. Digga, warum mache ich denn... Warum drücke ich V und mein Target auf? Wieder drauf. Digga, jetzt ist hier dieser Kopflosaurier oder was? Will er mich ficken? Ich hab noch 2 Pfeile. Scheiße. Ja! Ja! Ich hab noch 1 Pfeil, er ist down. Digga, hier dieser komische Kopflosaurier, den müssen wir mal ganz kurz weg... Obwohl... Digga, der ist Level 10, Alter. Nein, das ist Instant Primeat. Das ist unser Primeat. Ja. Liegen bleiben in der Tode. Erstmal. Okay, wir müssen Instant Narkotik holen. Gib mir Primeat! Okay, lass ihn da liegen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Ah, okay. Oh, der fällt aber schon. Ja. Ach du Heiliger. Ich muss erstmal merken, wo das ist. Hier. Wir sind da richtig weit gecruised. Ach du Heiliger. Shit, Mann. Ja, wir sind eigentlich nur über den Fluss rüber, oder? Ne, noch weiter. Und ein bisschen zur Seite.
Es waren ja zwei Flüsse, oder nicht? Nee, nur einer. Nur einer? Okay. Bei mich. Ich komme wahrscheinlich mit der Roarred zurück, die ist einfach hardcore schnell. Ja, der andere Spino hier ist Level 105, der wäre theoretisch auch noch möglich. Das ist ein Level 5 Spino. Ich glaube, wir haben echt zwei Felder. Nee, es war glaube ich nur einer. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so viele Flüsse. Hier gibt nur zwei hier. Ja, okay. Muss nur ein Fluss weiter und dann nach rechts. Ah, die Frage ist, soll ich noch schnell zu den Ravagern oder zu Fuß? Komm. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Er hat jetzt ungefähr 10% weg. Okay. Ich glaube, hier oben waren die Ravager. Komm, hoch. Hoch! Ja. Aber du bist da. Da hinten noch mehr als nur ein. Okay, hier haben wir die Ravager. Sehr schön. Ja, da hinten ist echt nur eine Spino. Mit Trunk Darts führen wir jetzt noch einen zweiten Spino-Tame, ne? Ja, ich habe leider nur noch 11. Ich hab noch einen. Dann wird's schwierig. Aber wir haben schon ordentlich in den Reihen gepfeffert. Das war nicht von schlechten Eltern. Ich hatte auf jeden Fall 30 dabei. Ich glaube, ich hatte 40 oder so dabei. Also das ist schon ziemlich hart. Feuer. Aber Digga, der wird... Was wird denn der? Der kriegt dann 180, oder? Keine Ahnung, könnte... Ich glaube die Hälfte oben drauf, 120, die Hälfte und... Eigentlich müssen wir das Ziegenfleisch holen. Könnten wir auch holen. Warte mal, ich check mal kurz nach. Ja. Ich kann da genau nachchecken. So. Check mal eben. Wenn wir sagen, Mr. Dododex, wir haben einen Spinosaurus RS Spino auf Level 125. Für den brauchen wir 12 Hammelfleisch. Wenn wir dafür 12 Hammelfleisch nehmen. Ja. Wie viel Narkotik braucht er erstmal? Das ist auch wichtig. Also die sagen 34. Okay, ich hoffe, so viel haben wir noch da. Er bekommt mit 12 Hammelfleisch, sagt Dododex, 62 Level dazu. Okay. Ja, aber mit Prime. Das heißt, er wäre 187. 76 Narkotik, okay. Ist auf jeden Fall ein Argument für Hammelfleisch. Wie viel Prozent? Würde ich sagen. Er hat 7100 Torpor maximal und ist jetzt bei 5700, also hat 1300 okay, verloren. Schaffe ich. Bin jetzt auf dem Rückweg mit 76 Narkotik. Oh, sexy, das sollte reichen. Ich guck schon mal, ob ich hier irgendwo einen Hammel finde. Wir brauchen ja 600 freies Essen. Wie gesagt, bei manchen Dinos war es 200, bei einem Ravager. Ja. Hoffen wir, dass aber bei den anderen bis jetzt, wo ich drauf geachtet habe, waren es immer 50. Ja. Ich glaube, beim Kano war es auf jeden Fall 50. Er hat jetzt noch nicht mal 100 verloren. Oh. Dann müssen wir mal in der Nähe schauen, ob wir da noch einen Iguanodon oder so finden. Ein paar haben wir ja noch. Oh, da hinten ist noch ein Spino. Du musst gucken, Augen offen halten, ob du noch ein Schaf findest. Ein Schaf, ja. Wird natürlich schwierig mit der Schlachtung, mit der Zeremonie. Weil normalerweise sind wir ja Schlachter. Na, hier sind eigentlich sind hier genug Felsen. Tauglich wären. Würde ich behaupten. Also, im Bluebiom brauchen wir auf jeden Fall noch ein Ankylo und ein Gürteltier. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ankylo ist Ankylo und Gürteltier ist Duedicus. Genau. 50 Skorpionen, schaffe ich das? Sollst du hinkriegen. See ya, Stego. See ya! Wieder hoch. Pümpelt mich nicht an hier! War das hier hinten? Ich hoffe, das war hier. Oh, da ist ein Kano. Oh nein. Da sind drei Ravager. Ich glaube nicht, dass ich in der Nähe ein Schaf finde, wenn da drei Ravager und ein Kano rumlaufen. Hallo! Kano Level 10. Irgendwie. So viel zu. Ich verstehe das aber nicht, warum echt immer noch so viele oder relativ viele Low-Level-Viecher hier sind. Run, Baby, run! Schaf da hinten.
Raptor. So, kurz chillen. Bin gleich wieder da. Ja. Ich will hier noch und gucke. Ah! Hier boxe ich einen Kalkinos mit. Da bist du wieder. Bist ja, du da, ne? Ich habe aber einen Ravager am Arsch. Zwei Ravager. Brauchst du Hilfe, oder? Ich denke, ich schaff das. Ich weiß nicht, welches Level die sind. Das ist das Problem. Aber hier boxe ich ja direkt. Ein, hier ist ein. Hier ist ein. Nein! Vino, was macht der hier? Der knabbert unseren Vino weg! Nein, der knabbert den toten Vino weg da. Achso, ich dachte, das wäre unserer. Lol. Ja, ich dachte, das wäre unserer. Wo bist du denn dann? Ach, da oben! Hier oben. Ja, da müssen wir jetzt wegknallen, ne? Ja. Schwertkampf! Drei Schwerter durchs Level! Zorro! 15. Hau ihn weg! Digga, ich komm nicht von ihm ran. Hallo! Stop! Alter, macht aber Damage! Der ist ja doch gar nicht so gut hier. Ich komm nicht an ihn ran. Der will nur auf meinen Arsch. Da ist ganz weg. Drei Schwerter! Oh fuck, jetzt sind die Ravager hier. Ravager hier. Ja, 75. Ja. Ja, komm! Digga, wie viel Damage machen die denn jetzt? Ah, ich bin gleich tot! Ah! Gib doch endlich! Ah. Los! Geh weg, geh weg! Digga, ich komm nicht weg! Geh weg! Kill ihn! Digga, mein Ravager ist fast tot! Ah! Digga, ich bin down! Ah! Ich kann dir gleich auch nichts mehr machen. Nee. Du musst ihn töten. Nee, wird nicht, schaff ich nicht. Der ist Level 95. Ich renn jetzt weg gleich, so. GG, Alter. Nee, ich sterbe jetzt auch. Fuck. Komm. Kämpf, Baby, kämpf doch! Du Lappen! Kannst du denn nicht... Kann nicht sein, dass ein Level 95 Ravager uns wegknallt. Digga, der hat so viel Leben! Alter! Ist er tot? Ja, es war so todesknapp. Please! Puh, das war echt... Bin gleich wieder tot. Super, ey. Ne? Ha! Kurz ein paar Pilze essen. Ja, ich kann nicht mal respawnen, Alter. Oh, was höre ich hier? Hallo? Oh, die Roll Red nur. Eieiei! Noch ein bisschen was rein. Die hat jetzt Nahrung. Nicht mal 200 verloren. Doch knapp 200. Die kleine Ratte! Ich könnte dir. Nee, Schlafsack bringt ja nichts. Ich könnte hier ein Bett hinbauen, wenn du willst. Bett wäre sexy. Ich bin jetzt gerade versucht, habe ich hinzulaufen, aber wurde auf dem Weg von einem Spino weggeknaspert. Ja. So komplett ohne Dino und komplett ohne Rüstung schaffe ich das, glaube ich, nicht dadurch. Okay, dann haben wir das. Foundation und jetzt noch ein Bett, Simple Bed. Obwohl, machen wir so. Natürlich auf Deutsch. Wobei man auch noch überlegen könnte, glaube, bei unserer Holzbase, also bei der mittleren Base, könnte man theoretisch oben bei diesem großen Feld, da dürften eigentlich Widder sein. Oder Schafe sein. Nein, ich habe keine Axt dabei? Ah doch, auf 9. Hui, ich wollte schon sagen. What the fuck, Mann? Ich. Und Bett wird hergestellt in 1. Hallo! Ich will mal Bett auf Englisch schreiben. Dreckige deutsche Version hier. Ja, das Problem habe ich auch schon ein paar Mal. Okay, sie können spawnen. Ah, es taucht sogar echt auf. Okay, hier nochmal kurz platt machen. Das war echt ein kranker Kampf hier. Wow. Level 95 Ravager, also die machen echt Damage. Vielleicht sollten wir uns doch nochmal einen Ravager erzählen, aber eben so einen frischen. Einen frischen neuen. Einen frischen. Wo waren das? Frischfleisch. Voll Leiche, Alter. Also. Alter, alles ist richtig hart angeknuspert. Ja, aber eiskalt. Der Spino hat mir auch übertrieben schnell meine Rüstung zerknäckselt, ey. Die scheinen aber alle jetzt irgendwie stärker zu sein. Also Level 15 hat damals so... Pff, das war lächerlich. Na, ich weiß nicht. Im Nahkampf vielleicht auch nicht unbedingt. So, ja, wir brauchen jetzt... Mal ein bisschen was wegschmeißen. Beziehen. Und auf jeden Fall Hammelfleisch. Wir brauchen Hammelfleisch. Weil... Ich könnte nochmal einen Vergleich ziehen eben.
Das Hammelfleisch, wenn wir Prime Meat nehmen. Ja. Wir brauchen irgendwo so eine Pimmelpflanze. Haben wir irgendwo so eine Dodo-Dix. Hat gesehen, habe ich keine Nähe. Wenn wir stattdessen Prime Meat bräuchten, wir 15. Oh. Ja, schon ein bisschen mehr. Digga, hoch mit dir hier! Wieso kann ich die Zahlen nicht mehr verändern? Will kein Kibbel. Ah. Hallo, kein Kibbel! Was brauchen die denn für Kibbel? Spinus? Argentavis Kibbel. Okay. Lol, gib's dir nicht mal, please. So, Nahkampfschaden. Digga, warum ist das Kibbel immer eingestellt, Mann? Ich will keinen Kibbel nutzen. Keine Pimmelpflanze, leider. So, Spinosaurus. Nein, kein Kibbel. Dafür. Wie du da an der Wand chillst. 15 Primate. So. Jetzt Level ist die Wall Red. Oh ne. Ne, ne. Ne, ne, wir lassen dich mal in Ruhe. Mit Primate würde er 61 Level bekommen. Ist alles sexy. Hauptsache das, wo weniger Essen verbraucht. Oder für braucht. Also theoretisch bräuchten wir, also wenn er wirklich auch 50 nimmt von Widderfleisch, dann ist Widderfleisch das Beste. Okay, das und vor allem bekommt man auch mit einem Schaf, wie ich genug Fleisch. Ja, das auf jeden Fall, das wird easy. Wir brauchen halt nur erstmal ein Schaf. Das ist so ein bisschen der Problem. Warum ist ein Raptor und vor allem ich jetzt ohne Rüstung. Eigentlich kann ich nicht mal losgehen und mich besuchen. Bei den ganzen High-Level-Dinos jetzt, wenn ich hier ohne Rüstung rumlaufe. Ja, das wird schwierig. Ah, und schau, wir beenden hier erstmal die Folge. Der High-Level-Spino ist er hier am Start. Level 120 war der. Und er wird eiskalt um die 180, wenn 125. Wir 125. Ja, aber er wird ungefähr 180, 190. Das wird richtig fresh, wenn es euch gefallen hat. High-Level-Spino, hoffentlich dann in der nächsten Folge zusammen reingehauen.